Durch Beobachtungen und Messungen konnte der deutsche Wissenschaftler Johannes Kepler das heliozentrische Weltbild von Kopernikus sehr verfeinern. Er fasste seine Beobachtungen in drei Gesetze zusammen. Hier das erste Gesetz von Kepler. Die Laufbahnen aller Planeten sind Ellipsen. In einem gemeinsamen Brennpunkt dieser Ellipsen steht die Sonne. Eine Ellipse, das ist der geometrische Ort der Punkte, für welche die Summe der Abstände zu zwei festen Punkten konstant ist. Die zwei festen Punkte werden Brennpunkte der Ellipse genannt. So kann man eine Ellipse ziehen, wie hier in der Simulation. Die weiteren Laufbahnen der Planeten sind also ebenfalls Ellipsen und die Sonne ist gleichzeitig Brennpunkt von allen Ellipsenlaufbahnen der Planeten. Hier das zweite Gesetz von Kepler. Die Verbindungslinie Sonne-Planet überstreicht in gleichen Zeitabständen gleich große Flächen. Das bedeutet Folgendes. Nehmen wir an, dass diese Verbindungslinie Sonne-Planet diese schwarze Fläche mit Flächeninhalt A1 überstreicht und das in einem Zeitabschnitt Delta T1. Nehmen wir an, dass diese Verbindungslinie Sonne-Planet diese schwarze Fläche mit Flächeninhalt A2 überstreicht und das während dem Zeitabschnitt Delta T2. Wenn diese zwei Zeitabschnitte Delta T1 und Delta T2 gleich sind, dann sind diese zwei Flächeninhalte A1 und A2 ebenfalls gleich. Das bedeutet insbesondere, wenn ein Planet näher an der Sonne liegt, dann bewegt er sich schneller, als wenn er weit weg ist von der Sonne. Hier das dritte Gesetz von Kepler. Das Verhältnis des Quadrats der Umlaufzeit eines Planeten und dem Würfel der großen Halbachse seiner Laufbahn ist eine planetenunabhängige Konstante. Das bedeutet Folgendes. Nehmen wir zum Beispiel die Laufbahn der Erde. Hier wird gesagt, wir sollen berechnen, das Quadrat der Revolutionsperiode der Erde geteilt durch den Würfel der großen Halbachse der Erde. Wir machen genau dieselbe Rechnung für Mars. Wir berechnen also das Quadrat der Umlaufperiode vom Mars geteilt durch den Würfel der großen Halbachse vom Mars. Das dritte Gesetz von Kepler besagt, dass diese zwei gefundenen Zahlen gleich sind. Das ist eine Konstante. Sie hängt also nicht von der Erde und auch nicht vom Mars ab. Wenn wir dieselbe Rechnung machen für alle Planeten unseres Sonnensystems, so finden wir immer wieder dieselbe Konstante. Zwei Bemerkungen dazu. Erste Bemerkung: Je ferner die Planeten von der Sonne entfernt sind, desto länger ist ihre Revolutionsperiode. Das schließen wir sofort aus dieser Kepler-Formel. Zweite Bemerkung: Die große Halbachse der Umlaufbahn eines Planeten wird auch mittlerer Abstand zur Sonne genannt.